Zählt zum Beispiel für mich dieses Bootstrap 3 dazu. Bootstrap 3 gibt es halt eben ganz, ganz viele
tippt drei Buchstaben und zack hat man das Formular fertig. Kann ich euch also nur empfehlen, ihr könnt auch die Live-Template selber machen. Ich zeige euch das gleich mal, wie das funktioniert. Damit kann man definitiv eine Menge Zeit sparen. Vielleicht weiß ich hier, Editor-Config wird von Typo 3 unterstützt. Es gibt in den Sourcen von Typo 3 diese Editor-Config-Datei. Weiß jemand, wofür die ist? Formatierung und Source Code Whitespaces ähnliches auf allen möglichen Pipe-Endungen. Genau. So, und diese Datei liegt halt eben in den Sourcen drin und wenn dieses Plugin installiert ist, dann stellt sich die Entwicklungsumgebung automatisch richtig ein. Was man also über Nacht zum Beispiel hat und nicht direkt einstellt. Dann habe ich hier das Fluid-Plugin, das muss man nicht zwingend installiert haben. Das Fluid-Plugin von Skalinski hat den großen Vorteil, dass das Plugin selber in die Extensions reinguckt und guckt, welche View-Helper ihr geschrieben habt. Das heißt, ihr kriegt also, ohne dass ihr irgendwelche Schemadateien erstellen müsst, automatisch, nachdem ihr einen View-Helper geschrieben habt, Autovervollständigung dafür. Ist natürlich eine nette Geschichte. Ich würde euch aber gleich ganz gerne auch mal den Weg zeigen, wie man das Ganze auch so hinbekommt, dass man das Ganze mit Schemadateien macht. Die kann man sich erzeugen oder kann ich halt eben sagen, ich möchte die Schemadateien für Typo 3.7 haben, ich möchte die Schemadateien für Typo 3.8 haben oder ich möchte die Schemadateien für meine eigenen Extensions haben, wo ich dann eigene View-Helper vielleicht auch drin habe. Ich habe hier ein Plugin drin, Key Promoter. Dieses Key Promoter kann ich denjenigen ans Herz legen, die sehr schnell mal Tastaturkürzel auswendig lernen möchten, um damit einfach produktiver zu kommen. Wenn das Ganze installiert ist, wird automatisch, wenn ich etwas mit der Maus mache, was ich aber auch mit der Tastatur hätte machen können, dann gesagt, Moment mal, was machst du denn da? Du benutzt die Maus, du kannst es auch mit der Tastatur machen. Ich kriege also immer so einen kleinen Hinweis, alle paar Mal eingebunden. Ne? Oder das Ding ist sogar so intelligent und sagt, hör mal, da hast du was mit der Maus gemacht. Da könntest du dir ein Tastaturkürzel für konfigurieren und schlägt dann davor, dass man halt eben das Ganze demnächst über Tastaturkürzel macht. PHP-Annotations, PHP-Promoter und so weiter, vor allem PHP-Inspections liebe ich. Wenn man sauberer programmieren lernen möchte, kann man das damit auch machen. Man kriegt ja nicht dann ganz häufig dann so Hinweise, wenn das so ein Fall, Klammer auf, irgendwas, Klammer zusteht, dass man so eine Variable meinetwegen in einem Integer-Wert umwandelt, dann kriegt man schon den Hinweis, Moment, Int-Wahl ist ungefähr 6-mal langsamer, als wenn ich Klammer auf, Int, Klammer zu und dann den Variablen-Namen schreibe. Da kann ich also dann über 2, 3 Tastaturanschläge dann das Ganze auch noch umwandeln lassen, das heißt, also Alt-Enter drücken und dann wird mir ein Menü vorgeschlagen, wie ich das Ganze optimieren kann. Jetzt nur als ein kleines Beispiel, wofür halt eben dieses PHP-Inspection eingesetzt wird. SVG hat man natürlich auch immer wieder mal, und da muss man die erste SVG-Datei vielleicht mal finden, irgendein Icon, da hat man vielleicht 100% Größe drin, ich will aber vielleicht 16 Pixel dazu stehen haben in der Höhe und in der Breite, man muss das editieren, und damit ich dann eben so eine Vorschau bekomme, finde ich diesen SVG-Viewer ganz gut. Ich überspringe jetzt so ein paar, die jetzt mehr mit Shopware zu tun haben oder wo ich jetzt auch nicht davor aussetzen kann, zum Beispiel Nginx. Klar, ein Nginx-Server bringt mir das was, aber die meisten werden wahrscheinlich dann doch mit einem Apache-Web-Server arbeiten. Es gibt hier noch etwas, Typo 3xlet Utility. Damit kann ich dann eine Zeichenkette in meinem Fluid-Template markieren, kann dann sagen, ich möchte eine neue Übersetzung anlegen, dann fragt er mich, in welche Local-Link-Datei das Ganze rein soll und dann wird halt eben automatisch dann das passende Code-Schnipselchen dann ins Fluid-Template reingesetzt und es wird die Local-Link-XLF-Datei dann ergänzend gesagt. Hatte letzte Zeit irgendwas Abstürze gehabt, aber ich hoffe, dass mit dem Update dann diese Probleme dann komplett aus der Welt geschafft sind und deswegen lasse ich es jetzt mal mit installiert. Man muss es ja nicht unbedingt anlegen. Und dann das beste Plugin für uns als Typo3ler ist garantiert dieses TypoScript-Plugin. Da kriegen wir vernünftig Syntax-Highlighting dahin, wir kriegen Autovervollständigung. Er hat das Ganze jetzt vor ein paar Wochen, quasi einen Monat oder so ungefähr, hat er das Ganze auf die Version
Einstellung schon total genial, weil ich kann eigentlich sofort loslegen. Für diejenigen, die jetzt so bisher noch im Zweifel haben, der PHP Storm das Richtige ist. Ich finde, das ist der große Vorteil gegenüber Eclipse oder PDT oder Aptana, dass ich nicht erstmal eine ganze Installationsorgie machen muss und hier konfigurieren, da konfigurieren, sondern out of the box ist das nicht erstmal schon richtig. Trotzdem kann man dann halt eben Feintuning machen. Und was sagen denn die Coding Guidelines? In welchem Standard sollte unser PHP-Code formatiert sein? CSR2. Oh, genau. Und wir können das natürlich dann auch machen unter, wenn wir jetzt mal gucken, CodeStyle PHP. Und da gibt es hier Set und da kann ich hier das Vordefinierte einfach eintragen. Und ich muss mich um nichts weiter mehr kümmern. Ich muss also hier nicht diese ganzen Einstellungen, die ich da habe, dann erst irgendwo mit dem Eingang und dann raussuchen oder sowas. Das ist jemand diesen vordefinierten Style eigentlich so. Was dann ganz sinnvoll ist, dass man sich hier so verschiedene Schemas anlegt, weil dann kann man nämlich zwischen vielleicht Typo 3, bei den Shopware-Projekten, WordPress-Projekten hin und her schalten. Die können ja dann auch unterschiedliche Coding-Guidelines dann haben. Und dann kann ich halt mit einem Tastendruck den Code immer sauber formatiert haben. Diese Settings kann man natürlich auch teilen. Das heißt also, man kann diese Settings exportieren, man kann das Ganze sogar in Git-Repository reinpacken. Aus der Praxis heraus würde ich sagen, ist es vielleicht nicht ganz so optimal, wenn ich das Ganze mit dem ganzen Team teile, weil der eine hat dann doch wieder seine vielleicht Schriftgröße ein bisschen anders gemacht, weil er mit den Augen ein Problem hat oder sonst was. Man kann ja theoretisch alles da reinspeichern. Man muss auch ein bisschen aufpassen, stellt diese Git-Repositories bitte nicht bei GitHub rein. Es gibt ganz viele, die holen sich da die kostenlosen Lizenzen praktisch daher, weil dann irgendwo irgendwelche Server eingetragen sind, wo dann halt eben die Lizenzen drauf liegen und solche Geschichten. Oder wenn man das einfach so installiert, könnte es auch mal sein, dass man eine Keymap vom Mac auf den Windows-Rechner bekommt und aber die Mac-Belegung auf den Windows-Rechner drauf wird. Also da so ein bisschen aufpassen, also für sich selber kann man so ein Git-Repository gut machen, aber macht es lieber als privates Repository. Hier kann man natürlich ganz, ganz viel Feintuning machen. Zum Beispiel ein Tipp, den ich das gerne mal geben könnte, das wäre zum Beispiel Color Scheme General. Was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ist, dass ich bei mir die Fehlermeldung so richtig knallrot hier ausgeben lasse, damit ich noch am besten vor dem Speichern sehe, dass ich da irgendwie wieder Moos gebaut habe. Wenn das Ganze so eingetragen ist, wie es jetzt hier ist, damit teilweise, auch vor allem wenn ich dann hier im Background einfärben würde, das wäre dann unter Umständen ein bisschen zu viel, weil dann der gesamte Seitenbaum auch rot eingefärbt wird, sollte es irgendwo eine Datei geben, die falsch irgendwie PHP drin hat. Weil jede Datei, die falsch ist, wird dann zumindest jetzt ja unterstrichen oder rot hinterlegt, aber auch jede übergeordnete Datei und jeder, oder beziehungsweise jeder übergeordnete Ordner wird dann halt genau rot dargestellt. Und habt dann nur noch rot darin sein. Vielleicht noch so zwei Einstellungen, die ich eigentlich ganz sinnvoll finde. Stellt am besten hier direkt alles schon mal auf UTF-8 ein. Das kann man machen, standardmäßig gibt es hier und da mal so Windows 15 irgendwas oder Latin-1-Einstellungen, gerade bei den SSH-Terminals, was dieses Programm auch bietet. Ich habe hier so ein paar Sachen immer ganz gerne auf Sicherheit getrennt, zum Beispiel Drag and Drop. Nur wenn ich Alt drücke, gleichzeitig nicht, dass ich dann aus Versehen mal irgendwie einen Ordner woanders reinschiebe oder so. Und dann geht das große Gesuche los, wo ich den Ordner eingepackt wird. Zu dem Live-Templates möchte ich jetzt mal ein bisschen was zeigen. Die kann man sich natürlich einmal global definieren. In dem Moment, wo ich kein Projekt aufhabe, habe ich ja immer globale Einstellungen. Sobald ich ein Projekt aufhabe, kann es mir auch passieren, dass ich nur projektbezogene Einstellungen ändere. Und man sieht jetzt hier so ein paar Sachen, die jetzt normalerweise nicht da sind, also Bootstrap 4, Bootstrap 3 und dann haben wir hier noch TypeScript und Fluid Templates. Die ganzen Bootstrap-Sachen, die kommen jetzt mit dieser Extension Bootstrap 3, kurz Plugin-Umwegen, per Discord. Ich habe mir aber hier noch so ein paar Sachen reingesetzt, die ich ganz sinnvoll fand, zum Beispiel sowas wie dieses Page hier. Ich weiß nicht, ob man das Video schon sehen kann, ich kann es aber ein bisschen größer machen. Ich denke mal, jetzt müssen wir es eigentlich erkennen. Ihr könnt mit diesen Live-Templates mit Variablen arbeiten. Das ist eine ganz nette Geschichte.
markiert habe, hier automatisch einfügen lassen. Ganz am Schluss landet mein Cursor hier, wo dieses Dollar End Dollar steht. Und bei der Geschichte hier, da habe ich jetzt zum Beispiel gesagt, ich habe so ein Extension Key, den habe ich dreimal gleich benannt, das muss ich aber noch einmal eingeben. Das kann ich gleich mal zeigen, wie sowas dann aussieht. Wenn man dann sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel nur das Batch Object in JavaScript schreiben, dann steht das da halt eben ganz schnell so drin. So, das sind die Live-Templates. Lohnt sich auf jeden Fall, da kann man also auch etwas komplexere Sachen damit reinsetzen. Die Variablen, die kann man dann halt eben hier auch definieren. Haben wir zum Beispiel hier, da habe ich gesagt, an der Stelle File ist halt eben der Dateiname. Der Autor ist User, also die Funktion User, die bei mir auch dazu, und Create über die Date-Funktion und XI ist jetzt in Snake-Based-Schreibweise der Text. Und der Extension Key, den hat man ja normalerweise auch noch häufig so Unterstrich dabei. Okay. Das hier einmal so ein Live-Template. Das mache ich übrigens auch für solche Sachen ganz gerne. Ich werde mal zeigen. Hier habe ich zum Beispiel eine Abkürzung CDN Bootstrap 3 mit CSS. Das heißt also, ich möchte aus einem CDN mir das Bootstrap 3 rausladen. Und wer kennt das mit dem Identitätscheck? Kennt das schon jemand? Aber was macht das? Wenn ich da einmal, dann machen wir hier. Prüft halt die Checksumme, das Style-Sheet, was ich hinterher ausgeliefert bekomme, auch die gleiche, die ich erwarte. Also, es wird auf jeden Fall was geprüft, aber wer prüft? Der Browser. Der Browser, genau. Das heißt also, das muss der Browser natürlich erstmal unterstützen. Die aktuellen Browser unterstützen das aber alle. Und in dem Moment, wo zum Beispiel ein CDN gehackt werden würde und da würde irgendjemand Schadcode reinpacken, ist man selbst allerdings nicht derjenige, der nachher seinen Website-Besuchern nachher Schadcode ausliefert, weil der Browser dann sagt, Moment, die Datei passt nicht mehr zu dem Hashwert, also wird sie nicht mehr geladen. Das ist also ein Security-Feature und das ist eine Geschichte, die in Typo 3, 8 oder auch 7 schon funktioniert bei den JavaScript-Dateien. Da kann ich dann einfach Integrität dann angeben. Und dann wird auch neuerdings Cross-Origin Anonymous damit reingesetzt. Das fehlt am Anfang mal. Also jetzt inzwischen kann man das bei JavaScript benutzen. Nur halt immer der Filter. Muss mal gucken, vielleicht kann man das auch in den Patcher. So, was haben wir sonst noch hier? Diese ganzen Bootstrap-Dinger, da sieht man ganz, ganz viele. Und da kann man halt eben eine Menge Zeit entsparen. Wenn man dann was hat. Okay. Wer dann viele, viele PHP-Dateien geschrieben hat und hat immer schön sauber einen Copywriter reingepackt und möchte jetzt dieses Copyright aktualisieren, dem kann man dann also hier das auch eintragen, dass man zum Beispiel hier Copyright-Profil anlegt. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, wenn in einem Copyright hier zum Beispiel Typo 3 CMS Project drin steht, da weiß ich, dass es der originale Typo 3 Copyright ist. Und dann kann ich halt eben sagen, dass ich das Ding setzen möchte mit dem Text, der oben drin ist. Und dann kann man eben auch sagen, ersetzt das halt eben vielleicht nicht. Ich kann auch verschiedene Bereiche definieren, dass ich zum Beispiel sage, nur ein bestimmter Unterordner soll die Copyright-Information aktualisieren. Nimmt natürlich auch eine ganze Menge Zeit weg, wenn ich dann irgendwie 3000 Dateien habe, muss eine neue Jahreszahl oder so eintragen und schubst dann einmal aufrufen werden. So, wer arbeitet von euch mit Emmet? Auch wieder nur 2, 3. Auch das ist ein Thema, ist in der Research schon direkt mit drin.
das Problem, dass ich die Sourcen ja manchmal im Prinzip dreimal drin habe. Einmal über diesen Simlib-Typo3-SLC und einmal über Typo3 und wo es rein hingelegt ist und dann habe ich die Sourcen eigentlich noch. Ich lade die Sourcen gar nicht runter. Dann kann für das Problem Ordner in CRP-Source auf Exclude setzen, dann passt man nämlich jedes Mal auf noch. Da wäre ich jetzt gegengekommen auf das Exclude. Ja, welche darf ich auf der Exclude setzen, damit der Debugger auch noch funktioniert? Wenn du die Source zum Beispiel runtergeladen hast von dem Remote-Server, dann hast du die Source hier in diesem lokalen Bereich drin. Dann brauchst du auch dieses hier nicht anzugeben. Das finde ich aber nicht sinnvoll. Weil da müsste ich jetzt immer diese ganzen Dateien vielleicht sogar per FTP runterladen. Wenn man dann nicht so eine tolle Verbindung hat, dann dauert das eine Ewigkeit. Wenn das Ganze sofort da ist. Und das, was ich jetzt hier eingebunden habe, das wird ja gecached vom PHP-Store. Das heißt, beim nächsten Projekt muss ich das gar nicht mehr neu durchinitieren. Ich habe das jetzt aufgemacht und es war sofort da. Ich musste jetzt nicht überhaupt, bis irgend so ein Balken ist, bis der dann irgendwann auf 100% geht oder so. Ich lade mir die einfach jetzt gar nicht runter. Das, was man aber noch machen sollte, damit halt eben auch PHP-Store weiß, dass wir hier einen Ordner haben, den wir auch mit /typo3.conf vielleicht ansprechen könnten, das ist, dass wir, wenn wir dann die Einstellung jetzt nochmal bearbeiten, dass wir dann hier mal auf Directories gucken. Das hatten wir nämlich vorher nicht in den Konfigurationen drin. Und hier kann ich nämlich jetzt hingehen, kann zum Beispiel sagen, dieser Ordner hier ist mein Resource-Code. Den Ordner, wo das jetzt der Ordner von PHP Store, da packt er seine Informationen so rein, den könnte man hier konfigurieren. Macht jetzt hier nicht. Und was man natürlich gerade in so gewachsenen Strukturen schon mal sieht, da wird halt eben eine Extension, bevor die angepackt wird, einfach mal mit Typo 3 oder meinetwegen TX-Extension-Key-Backup dahin geschrieben und dann hat man nachher noch ein zweites Mal die Extension. Ich weiß, so sollte man es nicht machen, aber ich weiß, dass es so gemacht wird. Dann kann man halt eben hingehen und dieses Backup dann halt eben zum Beispiel nehmen und dann auch sagen, meinetwegen, das Ding will ich nicht haben, das explodiert ist. Kann man natürlich auch wieder rückgängig machen. Und dann würden halt eben die Klassen nicht auch doppelt gefunden werden. Nur, wie gesagt, die Sourcen mache ich bei mir so. Ich habe ja hier den Host schon eingetragen gehabt. Ich lade jetzt gar nicht hier Typo3 Source runter. Weil die habe ich ja schon lokal bei mir auf der Platte liegen. Und sollte ich da irgendwo noch lange rumkaspern, bis die Daten auf meinem Rechner sind. Runterladen muss man sie, damit halt eben das sauber indiziert wird, damit ich halt eben Firewatcher und so weiter auch nachher aktiv schalten kann. Selbst über Netzwerklaufwerke funktioniert. So, ich habe jetzt hier nicht erst ohne Grund schon mal die Kompatibilitäts-Extension runtergeladen, wo ich hier so TT-Adress reingepackt. Dieses TT-Adress ist ein bisschen älter, das ist eine Zweier-Version. Wird also ganz arge Probleme beim Update machen, wenn ich dann auf Typo 3.8 zum Beispiel gehe. Also ich wage jetzt nicht, diese jetzt zu installieren. So, warum habe ich das da reingepackt? Jeder kennt wahrscheinlich das Deprecation-Log in Typo 3.conf. Ich hatte letztens einen Radiosender gehabt, so ein Internetradio, einer der größten. Der hatte mir gesagt, ja, die hätten auch so ein bisschen böse Erfahrungen mit dieser Datei gemacht. Die hätten innerhalb von einer Woche 340 GB Logdatei gehabt. Dann hat die SSD aufgegeben und hat gesagt, die macht die Grätsche. Also da war die Platte voll. MySQL-Server liegt nicht mehr, die sind immer weiter auf demselben System. Normalerweise streamen die fast ja nur das Radio und ansonsten die Website ist eigentlich relativ gering. Aber durch die vielen Aufrufe und die ganzen Ajax-Requests, die da waren, ist das also so gewesen, dass die im Sekundentakt teilweise von jedem Client da irgendwie die Anfragen hatten, ob sich da irgendwie was in der Playlist geändert hat, was auch immer, weil die auch mit Rubrics arbeiten und. Ja, und das hat eben auf jeden Fall die Platte gekillt. Deswegen, anderer Weg finde ich viel angenehmer. Es gibt ja, ich hatte gesagt, ich will euch gesagt, ein paar Sachen zeigen, wie man schneller wird. Es gibt so eine schöne Sache, ich kann zweimal die Shift-Taste drücken und dann würde ich überall suchen. Wenn ihr also nicht wisst, wonach ihr sucht, einmal Doppelklick Shift. Wenn ihr natürlich nachher schon ein bisschen besser wisst, was ihr sucht, dann könnt ihr natürlich auch die richtigen Tastaturkommandos machen. Also könnt ihr zum Beispiel hier auch das finden bei Code. Das, was ich jetzt machen will, ist Run Inspection by Name. Da hätte ich auch diese Tastenkombinationen suchen können. Das sind manchmal ganz schöne Klopper an der Kombination. Deswegen so diese Tools zum Lernen sind manchmal gar nicht so schlecht. Aber jetzt suche ich mal hier nach Run Inspection und da haben wir schon. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich daran erinnere, dass das Ganze eine Action ist, dann kann ich das Shift-Command A, die Action, halt eben dann auch relativ schnell finden.
danach zu suchen, ist vielleicht ein bisschen viel, vielleicht muss ich nur eine Extension aktualisieren. Dann wäre natürlich dann auch hier vielleicht sowas, dass man so ein Verzeichnis nimmt. Oder man könnte natürlich hier auch so einen Custom Scope definieren, dass ich also bestimmte Bereiche auf meiner Webseite dann definiere, das kann ich in Preferences machen und kann dann da eben nur in dem Bereich dann. Ich kann das Ganze noch filtern. Wenn mich jetzt im Moment erstmal nur die PHP-Dateien interessieren, dann könnte ich erstmal nur sagen, hier Stern.php. Weil wir nur in Typografie conf.x, das geht auch okay. Und jetzt durchsucht er mit der Kenntnis von meinem Source Code, den ich da eingebunden habe, und mit der Kenntnis von diesen Kompatibilitäts-Extensions, die ich jetzt extra auch untergelassen habe, natürlich alle Methodenaufrufe. Und dann sieht man also jetzt hier, wir haben hier eine ganze Menge Sachen, die veraltet sind. Und das ist aber auf jeden Fall bedeutend angenehmer, dass ich jeden veralteten Aufruf nur einmal sehe, als wenn ich in einer 340 GB großen Logdatei dann irgendwie grob bei auf die verschiedenen Fundstellen da machen muss. Ja, also deswegen, ich finde das nicht einfach genial, wenn man eine Typo3-Updates machen muss und mal viele Altlasten, dass man schnell da einfach durchgehen kann und nicht irgendwelche Sachen weiß. Kannst du das nochmal eben sagen, wie du das gemacht hast? Einfach zum Beispiel Shift-Command-A, Enter-Action-Optioning, oder wie gesagt, wenn man es nicht weiß, kann man auch hier Run-Inspection-By-Name direkt dann aufrufen. Also es gibt mehrere Wege, die heute zum Ziel führen. Und dann kannst du einfach nach Deprecated dann suchen. Was halt nicht aufkommt, sind Typo-Stitch-Indications. Da weil ist halt nicht. Oder wie war das mit Show-Items-Strings, wo die Sachen, wo ein Parameter wegfallen, so macht Sachen kommen, aber dann mit Deprecation-Log. Ja. Weil das Deprecation-Log ist nicht ganz komplett unwichtig, klar. Ja. Aber bevor ich da erstmal anfange, dann mache ich natürlich das Log von an, nachdem ich diese Sachen schon alle gemacht habe. Ja. Dann habe ich erstmal eine bedeutend weniger und das Ganze ist ein bisschen übersichtlicher, als wenn ich dann irgendwie 100 Mal denselben Aufruf hintereinander finde und dann kommt der Eintrag, der mich eigentlich noch interessiert. Den ich jetzt vielleicht hiermit nicht bekomme. Hier kriege ich natürlich nur die Sachen, die im PHP natürlich irgendwie nicht mehr aufnehmen. Stell es mir nur gerade schwierig vor, weil man ja an alte System und neue Extensions gar nicht zum Testen kann. Alle Sachen klar. Ja. Aber um erstmal eine Übersicht zu bekommen, was einem noch nicht anfliegt, ist es nicht schlecht. Gut, ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich noch ganz gerne zeigen möchte. Also ein paar Dinge, die ein bisschen Zeit sparen. Ich wollte zumindest mal gezeigt haben, dass ihr halt eben mit dem Shift-Shift nach allen möglichen suchen könnt. Und vielleicht ein paar andere Sachen, wo man nämlich aussuchen kann. Das weiß halt eben jeder vielleicht nicht. Auch hier befindet sich eine Suche drin. Das heißt also, ihr könnt einfach an irgendeiner Stelle bei mir sein und fangt einfach an zu tippen. Und schon habt ihr dann eine Suche. Sehr gut. Diese Navigation hier oben, die ist natürlich auch nicht zu beachten. Ihr kommt dann mit der Tastaturkommando natürlich auch hin, ich habe es jetzt gerade mit der Maus gemacht. Und wenn ihr jetzt an dieser Stelle seid, könnt ihr natürlich dann mit den Cursor-Tasten durch die R gehen. Das war jetzt übrigens Command nach oben, da bin ich jetzt hier drin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier drin aussuchen will, auch hier kann ich wieder einfach anfangen zu tippen und ich habe wieder eine Suche drin. Tippt also einfach mal wild drauf los, ganz häufig verbirgt sich da irgendeine Funktionalität, die man auf den ersten Blick vielleicht ist. So, so ganz viel Zeit haben wir leider gar nicht. Ich will euch einfach mal so ein paar Sachen zeigen, die vielleicht dann so ein bisschen untergegangen sind, glaube ich. Braucht nicht nur, dass ich es so nicht alle kennen. Hier gibt es sowas, wenn ihr so vorherige Tabellen oder sowas habt. Ich habe jetzt einfach mal irgendwelche Daten da reingeschrieben. Da könnt ihr hier ganz einfach hingehen und sagen Edit as Table. Und dann habt ihr euer kleines Mini-Excel dann hier direkt dann drin. Ihr könnt danach auch Sortierungen dann machen, Werte ändern und so weiter. In diesem Fall habe ich jetzt zum Beispiel die erste Zeile als Überschrift. Dann habe ich das Komma separiert, das habe ich schon hier drin. Newline passt auch, soweit okay. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, dann habe ich jetzt hier unten meine Tabelle und kann dann hier auch dann vernünftig drin arbeiten. Ich Wert reinschreiben und dann verändert sich der Wert hier oben natürlich auch in der CSV-Datei. Das ist ganz einfach, wenn ich eine CSV-Datei habe, gehe ich auf Moment, ich bringe das hier auf die CSV-Datei, das ist so ein bisschen
Indikatoren, die das Ganze einsetzen, weil das TypoScript so toll ist. Manchmal lohnt es sich aber auch, ein paar Sachen mehr einzurichten, als man es im ersten Moment machen würde. Zum Beispiel habe ich hier auch die Möglichkeit, Datenbankverbindungen einzutragen. Ich sehe dann immer, dass man ganz häufig irgendwelche externen Tools hat, irgendwie meinetwegen MySQL Workbench, oder man arbeitet ganz böse mit PHP-Admin auf dem Live-System. Gehört sich nicht. Also das PHP-Admin dauernd mit Sicherheitslücken verseucht, sage ich mal. Und das andere ist halt eben, wenn es irgendwo einen Hack gibt, dann hat man die besten Tools für den Hacker, damit der dann auch effektiv seine Backend-Benutzer anlegen kann. Also muss ja nicht unbedingt sein. Deswegen arbeite ich lieber hiermit. Ich kann damit SSH-Tunnel arbeiten. Da wird eine ganze Menge auch unterstützt. Also zum Beispiel Datensourcen, da kann man hier einige eingeben. Ich habe jetzt hier die MySQL-Datenbankverbindung eingetragen. Ich kann da mit SSH einen Tunnel aufbauen. Das heißt also, die Datenbank muss nicht nach außen geöffnet sein. Das macht man dann auch nicht. Sondern über den SSH-Tunnel ist es dann so, als wäre die Datenbank lokal. Deswegen steht die hier auch im Local aus. Das kann man dann hier einmal testen. Hin und wieder muss man mal die Treiber aktualisieren oder steht hier Missing Driver, dann kann man die hier runterladen. Man kann auch aus Sicherheitsgründen vielleicht hier ein Read-Only draufsetzen, damit ich da zwar nachschlagen kann, aber nichts modifizieren kann. Das ist vielleicht auch mal ganz gut. Ansonsten, das was ich zeigen wollte, ist halt eben, das ist dieses Ding, das habe ich hier schon angefangen. Nehmen wir mal, ich wollte jetzt so ein Select machen, da kann ich jetzt zum Beispiel Select Stern from schreiben und dann den TT und dann sieht man schon, aha, wir haben Autovervollständigung für die Datenbanktabellen, obwohl ich nicht mal irgendwo gesagt habe, dass ich doch ein JobsDB drin habe oder mit Doktrin arbeite oder sonst was. Der erkennt einfach an der Schreibweise hier an Select irgendwas vom irgendwas, dass wir hier eine SQL-Abfrage drin haben und macht Autovervollständigung. Finde ich ziemlich cool. So, TT Content, where call pos gleich 0 oder so. And also man kann dann dementsprechend natürlich auch seine Abfragen ein bisschen schneller zusammenfassen. So, hier und wieder wird das jetzt nochmal ein bisschen komplexer, was da so in so einer Zeichenkette drin steht. Da gibt es natürlich nochmal vielleicht so Coding-Guidelines, die man einhalten sollte. Wie sind denn die Coding-Guidelines bei diesen Anführungszeichen? Doppelt oder einfach? Einfach. Genau. Wenn wir das ändern wollen, einfach ein Tastendruck. Alt, Enter an der richtigen Stelle, dann kann ich sofort sagen, ersetzen wir den Einfachen. Und hätte ich jetzt irgendwelche Zeichenketten da drin, wären die automatisch neu escaped worden. Also von daher ein ganz gutes Tool, um einfach mal eben schneller den Wert zu tauschen. Es gibt sogar noch eine Möglichkeit, man kann auch das Edit MySQL-Fragment machen. Das ist so, dass man dann hier die SQL-Abfrage in einem separaten Fenster machen kann. Das heißt also, man muss sich mit diesen ganzen Escapen da gar nicht rumschlagen und schreibt einfach sein SQL-Zeug da rein. Und das Escape, das wird ja automatisch hier oben damit eingetragen. Das funktioniert auch an anderen Stellen. Also wenn ihr irgendwie ganz böse Zeichenketten habt, wo ihr damit Anführungszeichen einfach doppelt und was auch immer dann in der Zeichenkette arbeiten müsst, dann ist es ja vielleicht angenehmer, wenn man dann so einen ganz normalen Texteditor hat, in dem man arbeiten kann und dann sagt, so jetzt bin ich fertig und das wird sauber formatiert, dann in den PHP. Ich habe einfach an dieser Stelle, jetzt war ich ja auf der SQL-Abfrage, das heißt, er weiß jetzt, da ist eine Zeichenkette, die wir editieren können. Und dann habe ich einfach Alt Enter gedrückt, also das hilft fast immer. Windows ist genauso. Und da habe ich halt eben dieses MySQL-Fragment jetzt zum Beispiel. Ansonsten gibt es das halt eben auch anders. So. Vielleicht noch so ein Ding, das man mal eben schnell zeigen kann. Ich habe einmal zwei Zeichenketten. Einmal die Delete Platz 1. Ihr könnt nämlich auch ein Diff mit dem Clipboard machen. Ich könnte
jetzt ein Zeitpackage selber bauen. Morgen will ich halt so einen ganz guten Tag abzeigen, wie man so ein Zeitpackage machen kann. Mit mehreren Extensions, die sich dann ergänzen oder so. Das könnte dann aussehen, dass ich vielleicht OT Site, ich nenne es jetzt nochmal Site, slash Configuration, slash Typus mache. Also Typus. Ich tippe heute wieder. Tipp ist irgendwie gut. So, und jetzt habe ich ja eigentlich gesagt, wir haben ein Verzeichnis, was ich annehmen will, da habe ich aber hier schon den ganzen Pfad angegeben. Das heißt also, Herr Bester macht dann automatisch dann auch die Unterordner dazu. Und wenn ich dann sowas mache wie setup.txt oder ich habe T3S noch Arbeit, werde demnächst T3S leider nicht mehr für TypeScript verwenden dürfen. Es muss demnächst .TypeScript heißen, das vielleicht schon mal für alle so als Teil der Information. In zukünftigen Typo 3-Versionen werden dann wohl keine TS und keine T3S-Dateien mehr als TypoScript erkannt, sondern die müssen dann von TypoScript werden. Ist auch relativ neu, aber das ist dann Typo, also mir war es relativ neu, obwohl ich eigentlich sehr viel TypoScript habe. Also machen wir es mal so. Ja, also ich möchte den Dateinamen machen. Jetzt weiß der allerdings noch nicht, dass dieses TypoScript jetzt TypoScript sein soll. So, das heißt, ich muss erstmal eine Einstellung machen. Besser wäre es jetzt gewesen, dass ich das global gemacht hätte, deswegen am besten vorher das Projekt zumachen, dann die Einstellung machen, dann wird es dann das neue Projekt ja aufgenommen. Und hier kann ich dann die Pfeile. Das ist aber auch bei NIT gehen, dann gibt es nicht eine Configuration. Ja, sofort. Ich gucke jetzt aber, es gibt mehrere Stellen, die zum Ziel führen, weil das bin ich rausgekommen. Files, genau, Files. Files, dann kann man natürlich hier mal nach TypoScript gucken. Das liegt natürlich jetzt so ein bisschen daran, dass ich die Extension auch passend dazu habe. Nur ein bisschen aufpassen, nicht TypeScript, das ist was anderes. So, aber TypoScript habe ich hier schon drin, also bei mir hat das schon erkannt, dass das so funktionieren muss. Wenn das also nicht eingetragen sein sollte, dann muss man das natürlich angeben. Deswegen ist das, glaube ich, dass man .ts nicht mehr nehmen darf, weil das ist jetzt für TypeScript reserviert, ne? Ja, aber ich hatte zum Beispiel jahrelang T3S genommen, da gab es aber dann irgendwann mal eine Abstimmung und dann hieß es halt eben, nein, wir nehmen kein T3S, sondern wir nehmen TypeScript. Weil einfach, ja, so ein, in Anführungsstrichen, kleines Projekt wie Typo 3 ja nicht einfach so drei Buchstabenkürzel dann für sich reservieren sollte. Okay. Ja, ich habe jetzt mal Command J gemacht, das wäre bei dem auf dem Windows-Rechner steuern wird. Und hier habe ich diese Live-Templates, die wollte ich euch halt dann einmal zeigen in Funktion. Ich kann ja einfach sagen, ich möchte mein Default-Page-Objekt reinpacken. Und jetzt hat er schon gesagt, aha, Setup TypoScript, das ist mein Dateiname, der wurde eingetragen, ich kann es mit dem Term bestätigen. Autor, ja gut, ich könnte jetzt auch meinen Vornamen da vorsetzen oder so, ich kann das auch immer noch natürlich anpassen. File Created bleibt auch gleich und jetzt habe ich hier meine Extension Key. Und ich hatte ja dreimal die gleiche Variable genommen. Und wenn ich jetzt hinschreibe ot-site, so habe ich das jetzt mal genannt, dann habe ich an allen drei Stellen das drin und man kann da, wie man sieht, doch ein bisschen Zeit sparen. Andere Sache, die man Zeit sparen kann, ist, indem man ML benutzt. Nehmen wir mal, ich hätte jetzt hier eine neue Datei, ich würde es mal richtig machen, Resources, Private, Templates, und dann meinetwegen page slash homepage und HTML. Das soll jetzt mein Template nachher sein. Hat er schon wieder erkannt, ja. Meistens erkennt das ganz gut. Und jetzt möchte ich mein Bootstrap-Template da vielleicht irgendwie reinbauen oder so. Dann habe ich mir erstmal wieder ein Live-Template gemacht, damit ich auch Darsteller bin. Nämlich FT für Fluid Template. Ich drücke Tabulator. Und schon habe ich auch wieder Template-Namen mit eingetragen und kann dann hier sofort anfangen, mein Template zu schreiben. Dann kommen wir nämlich gleich zu den Schema-Dateien. Ich hoffe, das schaffen wir. So ganz viel Zeit habe ich ja gar nicht. Emmet wollte ich einmal ganz kurz zeigen. Ich mache das jetzt mal gut, dann kann man es besser sehen. So, nehmen wir mal an, ich möchte jetzt so ein typisches Bootstrap-Ding aufbauen. Dann habe ich vielleicht als erstes einen Container. Und in diesem Container möchte ich eine Zeile haben. In dieser Zeile möchte ich Div-Container haben, die sagen wir mal, ein Drittel der Seite einnehmen. Also zum Beispiel
Und dieses H1 soll einen dynamischen Text haben, zum Beispiel Header, Dollar. Weil ich jetzt ja mal 3 das Ganze genommen habe, zählt er dann automatisch durch, das heißt, da steht nachher Header 1, 2, 3. Nur die Vorschau zeigt er jetzt gerade nicht an, aber ist auch nicht weiter schlimm. Jetzt habe ich aber das so, ich bin ja mit dem Text Header innerhalb von dem H1. Ich möchte jetzt aber nach dem H1 noch ein PTAG haben. Da muss ich also erstmal wieder eine Ebene nach oben. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich habe ein P mit der Klasse Bodytext. Gut, eigentlich brauche ich das noch nicht, aber ich muss zeigen, das geht. Und darin möchte ich einen Logum Ipsum Text haben. Und dieser Logum Ipsum Text ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu lang. Ich möchte, sagen wir mal, Logum Ipsum 10. Und da drücke ich einmal nur auf Tab. Und mein HFL-Code ist fertig geschrieben. Und man wird es meistens nicht so komplex dann irgendwie runterschreiben. Ich finde aber alleine schon einmal Punkt Row, Tab, bedeutend schneller und weniger Tipparbeit. So was Ähnliches funktioniert auch in den CSS-Dateien oder auch in SAS-Dateien. Da könnte man theoretisch noch ganz schön viel weitermachen. Ich mache das jetzt aber irgendwo mal. Das kommt jetzt über ein Plugin? Das ist im PHP-Storm schon automatisch. Es gibt noch ein Emmet Everywhere mit da als Plugin. Da kann man dann sagen, dass überall das Ganze aktiviert ist. Also auch in Nicht-HTML-Dateien. Das kann man sich noch zusätzlich. Jetzt machen wir mal test.sas oder scss. Ist jetzt nicht im richtigen Verzeichnis, ich mache es jetzt mal bei den Seiten. Und wenn ich dann zum Beispiel mit anderen Firewatchern arbeite, ich kann natürlich den Firewatcher hier im PHP-Store nehmen, aber der eine oder andere arbeitet nicht gerne vielleicht mit GoodKit oder mit Prepos oder wie sie nicht alle heißen. Deswegen kann ich aber trotzdem hier das ganze Syntax-Highlighting benutzen. Zum Beispiel kann ich jetzt schreiben Import und dann zum Beispiel. Hier mein Body, meinetwegen BGC. Ich wollte jetzt einfach hier auch noch mal zeigen, dass dieses Emmet hier auch funktioniert. BGC steht jetzt für Background Color. Ich drücke einfach, also schreibe nur BGC, Tabulator, und schon steht der Background Color. Und das geht mit allen anderen Sachen genauso. Also ich könnte zum Beispiel MT für Margin Top sagen, C, Tabulator. Also auch wieder was, um Zeit zu sparen. Hier sieht man jetzt etwas rot. Das ist das, was ich vorhin meinte mit den Farben, dass wir die schön definieren. Weil wir kriegen jetzt die Datei hier schön voll von rot dargestellt und da Schlängel. Wir haben hier vorne auch nochmal Hinweise, dass wir jetzt Fehler hier haben. Und wenn ich das richtig einstelle, wird auch der gesamte Seitenraum jetzt noch rot werden. Aber dann kann man die Schrift so schlecht lesen, deswegen habe ich es mal gelassen. Jetzt kann ich wieder Alt Return drücken und dann sieht man nämlich hier schon, aha, der erkannt, es gibt diese Datei nicht. Also steht davor, dass er den wieder anlegt. Und er kennt halt eben auch die Syntax von SAS, weil da ist jetzt ein Unterschied davor. Das heißt, also, wenn ich das nachher zu einer CSS-Datei umwandle, wird für Hallo keine separate Datei angelegt, sondern es wird nachher nur die test.css-Datei angelegt. Das heißt, also, ich kann jetzt hier einfach draufgehen, create irgendwas und dann kann ich zum Beispiel sagen, $color ist mein Red. Und was dann auch ganz nett ist, hier vorne kann man draufklicken und dann natürlich gleich die Farbanpassung. So, kann man das irgendwie gleich so machen. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel hingehen und könnte zum Beispiel sagen, Color soll dann zum Beispiel Dollar Color sein. Und die Farbe, die ich dann definiert habe, hier an dieser Stelle wird dann automatisch und hier auch schon wieder mit eingetragen. Das heißt natürlich, ich sehe sofort, ob das alles aktiviert ist. Ich kann hier mit der Command-Taste zumindest ins Hinklicken, kann er wieder dahin springen. Ich habe da noch so kleinfarbige Grün drauf. Das hier? Ja. Und dann meine ich hier ganz andere Farbe, die man noch grün. Kann ich dann auch zurückspringen? Yay! Keine Ahnung. Also, der PHP-Store unterstützt also auch die Indikatoren sehr, sehr gut. Und auch die Leute, die nur Templates schreiben, da kann man wirklich eine Menge Zeit sparen, wenn man da diese ganzen Tricks und so weiter kennt. In den Schema-Dateien ist mehr das, was ich hier. Ich euch deswegen auch zeigen möchte, das Ding hat auch so viele Sachen. Zumindest ein kleinen Tipp will ich noch geben, es gibt hier eine Keymap-Referenz, da kann man dann mal reingucken, da sieht man die ganzen Belegungen. Es gibt da noch ein ganz nettes Tool mit Tip of the Day, da sollte man sich auf jeden Fall mal durchgucken, weil da immer wieder richtig geniale Tipps kommen. Geht am besten in den Twitter-Account von PHP-Storm, da gibt es auch regelmäßig kleine Animationen, wie man Sachen beschreibt.
beschleunigen kann, was sie wieder neu reingebaut haben. Es gibt einen Produktivitätsguide, da kann man dann sehen, welche Sachen habe ich oft benutzt und welche Sachen habe ich noch nie benutzt. Und dann kann man halt eben gucken, aha, wenn das und das gemacht wird, dann kann man es vielleicht noch ein bisschen schneller machen. Das heißt also, hier gibt es eine ganze Menge Sachen, mit denen man das lernen kann, das war halt arbeiten. Und wenn man jetzt so sieht, 850 Bugs, die ich jetzt nicht mehr gemacht habe, seit 2014 scheinbar, wo das nicht mein einziger Editor, ich habe ja auch auf anderen Rechnern noch die Entwicklungsumgebung, also ich habe einige Stunden damit gespart. Definitiv. So, das mit den Schemadateien möchte ich euch einmal ganz kurz zeigen. Das war wirklich eine virtuelle Maschine. Die virtuelle Maschine, die kann man ja bei mir auf der Website auch runterladen, die ist ziemlich genial eigentlich, weil die Mehrmethode Reinstallation mit den und also Zeug hat. Weg, es ist da rein. Wenn man sich die dann anguckt, dann kriegt man hier auch gleich Informationen, welche IP-Adresse hat das Ding bekommen, dann gibt man das Ganze in den Browser ein und das ist also jetzt nochmal ganz schnell auf Topic, damit man das erarbeitet. Und dann kann man also hier so eine Übersichtsseite bekommen, wo dann drin steht, welche Hostdateiendungen zu machen, damit ich auf alle Installationen auch zugreifen kann und so weiter. So, das, was ich aber eigentlich zeigen wollte, ist, ich gehe jetzt mal mit Dev01 in diese Installation rein, das ist für alles angelegt, damit das auch alles schneller geht. Hier ist jetzt meine Typo3-Installation, da sieht man jetzt dieses Test-CSV und so weiter, das ist das, was ich jetzt gerade hier benutzt habe. Und hier gibt es diesen Typo3-CMS-Befehl. Also, Helmut Kohl hat da ein ganz tolles Tool gemacht, diese Typo3-Konsole. Wenn man die installiert, hat man dann dieses Programm da drin. Dann kann man hier Typo3-CMS aufrufen. Und dann habe ich hier eine ganze Menge Dinge, die ich direkt auf der Kommandozeile machen kann. Und da gibt es etwas, das nennt sich Documentation Generate XSD. So, das heißt also, wir können dann einfach das hier mal angeben und dann sagt er mir, ah, Namespace wäre auch ganz gut, da muss ja wissen, was er da generieren soll. Kann ich natürlich hier mal abbrechen und hänge das Ganze noch mit da dran. So. Gleich. Und ja, wie kommt man jetzt an den Namespace von dem Fluid? Ganz einfach, wir haben die Source hier drin, wir können ja jederzeit die nachschlagen. Also sys-x, dann haben wir hier das Fluid, dann haben wir hier Classes. Helpers, da sind die ganzen View-Helper drin. Ich nehme jetzt irgendeinen View-Helper raus. Das ist der Namespace, den ich brauche. Ich mache den hier ein, das funktioniert jetzt so, mache das Copy-Paste. Ah, was hat er jetzt hier? Ja, jetzt kann ich wieder nicht alles lesen. Oder muss ich den Backstage noch davor setzen? Das kann natürlich sein. Was haben wir denn da jetzt wieder? Normalerweise funktioniert das, dass ich eine Schemadatei daraus generieren kann. Es kann jetzt sein, diese Kommandozeile funktioniert nicht unbedingt immer, wenn ihr einen Bytecode-Cache und also ich sage, eine APCU im Store-Tool eingetragen habt. Backstage sind nicht das Kommandozeile, du musst sie verdoppeln wahrscheinlich. Meinst du? Ja. Oder in Anführungszeichen? Das könnte natürlich auch sein. Nee, das auch nicht. Aber ja, wie gesagt, ich vermute mal eher, dass bei mir die APC und Opcache und diese ganzen Sachen an. Und das mag der für Kommandozeile nicht, weil auch bei Kommandozeile hat man da die meistens nicht aktiv. Da müsste man das halt eben in Additional Configuration abschalten. Daraus wird normalerweise eine Datei erzeugt. Das wollte ich zumindest einmal ganz kurz gezeigt haben. Und diese Datei, die sieht dann ungefähr so aus wie das, was ich hier habe. Also das sind die Dateien, die ich damit erzeugt habe. Das kommt normalerweise direkt auf der Standardausgabe raus und das heißt, ich könnte dann hier hinten noch einen kleinen Pfeiler hintersetzen, weil das würde ansonsten direkt ausgegeben werden, aber ein Pfeil und sage dann hier, wie die Datei heißen soll. Und damit wird diese Datei hier generiert. Und, Moment, öffnen mit Programm. Mach jetzt mal damit auf. Das ist dann ungefähr diese Schemadatei, die daraus generiert wird. Und damit kriegt ihr dann automatisch Syntax-Hervorgebung oder Auto-Vervollständigung und so weiter. Was vielleicht noch ganz interessant ist, hier ist so ein Target-Namespace. Wenn ihr das Ganze auf einer eigenen Webseite drauf machen wollt, dann solltet ihr hier den passenden Namespace eintragen. Und dann
dass ihr innerhalb von dem PHP-Store ganz einfach oben auf den Namespace draufklickt. Das funktioniert leider bei Typo 3 auch nicht, deswegen zeige ich auch gleich einen anderen Weg. Aber nehmen wir mal an, ich hätte da sowas hingeschrieben wie xsd.oliver-thiele.de, da habe ich dann sowas liegen, dann noch ein Pfad dahinter. Dann kann man nämlich einfach Alt-Enter drücken und dann kann ich sagen Fetch External Resource. Und dann zieht er sich von dem entfernten Server die Schema-Dateien, bindet hier so einen Cache ein und dann habe ich automatisch Autovervollständigung. Und das kann ich mit jeder Extension machen, mit jedem Namespace, den ich habe. So, wenn man das Ganze so nicht machen kann, weil ich hier diese Standardangabe mit Typo 3 Org habe, dann kann man das in den Settings machen. Findet ihr unter Schemas, Moment, oder Language erstmal, dann Schema und DDD. Hier habe ich das Ganze gemacht. Da habe ich halt eben gesagt, dass dieser Typo 3 Namespace, der bei mir beim Frühtempel steht, diese Datei verwenden soll. Das wäre dann der Weg, wenn ihr das Ding hier zum Fetch External Resource machen könnt. Ja, also damit ist auf jeden Fall das Anlegen von Sachen viel besser. Erstmal wird auch jeder nichts mehr rot dargestellt, das ist dann der nächste Vorteil. Und wenn ihr dann sowas habt wie f.for, ihr drückt dann Tab, dann habt ihr dann hier zum Beispiel automatisch sowas wie each, add, und er weiß auch, dass es benötigt ist mit all diesen schönen Geschichten. Wer kann das mit den Schema-Dateien noch nicht, so mein Interesse halber? Auch und doch. Ich kann das. Ja, also das ist ein bisschen spannend. Vielleicht schon mal als Information. Diesen Namespace hier oben muss man jetzt heutzutage nicht zwingend mehr angeben. Typo 3 Art kann ich das Ganze auch global definieren. Da kann ich die Zahl ja weglassen, wenn ich mein eigenes Duell mache. Und da wir jetzt noch fragen. Kannst du deinen eigenen Duell auch für den HTML-Tag? Ja, kann man machen, also ich könnte zum Beispiel XMLNS.b zum Beispiel gleich und dann könnte ich natürlich das hier auch angeben. Es gab allerdings bestimmte Typo 3 Versionen, die hatten da Probleme, als dann das Fluid auf Standalone umgestellt wurde. Da war es dann mal so, dass diese Zeile zwingend dieses Typo 3 auch drin haben musste. Ansonsten hat dieses Data Namespace Typo 3 Fluid dann nicht gewirkt. Das heißt, ich hatte das HTML-Tag in meinen Layouts dann trotzdem. Das scheint aber jetzt inzwischen wieder rum zu sein, aber wir können es jetzt auch wieder mit eigenem Netz machen. Und zu guter Letzt möchte ich euch einen ganz kleinen Tipp geben, der ganz, ganz unscheinbar ist, aber ich finde den mit PHP eigentlich ziemlich genial. Und das ist auch das Letzte, dann sind wir durch. Ihr habt ja die Möglichkeit hier auch wieder die Suche zu machen, zum Beispiel DU für Debugger Utility, wenn ihr natürlich Fehler drin habt, habt ihr damit auch Probleme. Warum geht das eigentlich jetzt gerade nicht? Wahrscheinlich, weil ich hier irgendeinen Bug drin habe, egal. Machen wir das mal raus. So, ich habe jetzt mehrzahlige Eingabe angemacht. Irgendeine Taste habe ich bei. Das ist der Column Selection Mode. Ja, genau, aber den wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr aktiv haben. Habe ich den echt angemacht? Nein, das ist das Read-Only, genau, das wollte ich nicht, aber da kann ich jetzt nichts machen. Egal, das, was ich zeigen wollte, über DU Debugger Utility, ihr müsst nur die Anfangsbuchstaben von Methodenklassen, was auch immer, kennen und dann könnt ihr das Ganze hier natürlich vervollständigen. Und das, was nicht jeder weiß, was ich aber total faszinierend fand, es gibt einen Unterschied, ob ich den Tabulator jetzt drücke oder ob ich die Return-Taste zum Vervollständigen drücke. Ja. Wer kennt den Unterschied? Ja, bei Return setzt das einfach ein und bei dem Tab überlegt er sich, was dann nur wohl ersetzt werden kann. Weil es ist auf jeden Fall ein Unterschied, wenn ich so einen Wadam zum Beispiel hier habe und ich möchte jetzt diesen Wadam durch irgendwas ersetzen, wenn ich jetzt Wadam mache und jetzt Return drücke, mache ich das doppelt. Und wenn ich aber warm wieder schreibe und jetzt Tabulator drücke, dann ersetzt er das Ganze. Also spart auch wieder Zeit, dass man da die wichtige Taste zum Vervollständigen steht. Das so als letzten kleinen Tipp. Ich hoffe, dass ihr so ein paar neue Sachen gesehen habt, die ihr noch nicht kanntet. Dass das vielleicht bei den nächsten Projekten ein bisschen Arbeitszeit hat und einsparen. Also ich finde, je länger ich damit arbeite, desto mehr finde ich immer wieder tolle Sachen, die einem Zeit ersparen. Und hat einfach Spaß mit dem Editor zu arbeiten.